Hallo, dies ist eine kleine Aufmerksamkeitsübung. Ich gebe Ihnen gleich 30 Sekunden Zeit. In der Zeit schauen Sie sich im Raum um. Merken Sie sich so viele Gegenstände wie möglich. Einzige Bedingung, die Gegenstände müssen blau sein. Merken Sie sich also so viele blaue Gegenstände wie möglich. Damit die Übung funktioniert, müssen Sie es wirklich machen. Die Zeit startet jetzt. Okay, die Zeit ist um. Jetzt schließen Sie bitte die Augen. Nun nennen Sie mir drei Gegenstände mit der Farbe Gelb. Sie dürfen die Augen wieder öffnen. Und? Wie viele Gegenstände konnten Sie mir nennen? Drei? Zwei? Einen? Oder gar keinen? Was ist hier passiert? Wir alle haben eine selektive Wahrnehmung. Unser Gehirn kann nur eine begrenzte Anzahl an Informationen aufnehmen. Es muss also auswählen. Und es nimmt genau das auf das wir den Fokus legen. Wir alle kennen das Phänomen. Wenn wir ein neues Auto haben möchten, sehen wir plötzlich an jeder Ecke unser Wunschmodell. Wenn wir ein Kind bekommen wollen, dann kommt es uns vor, als sei jede zweite Frau auf der Straße schwanger. In der Schlagfertigkeit ist das nicht anders. Wenn wir meinen, dass uns nie die richtigen Worte einfallen, dann werden wir das auch so erleben. Wir sehen genau das, auf das wir den Fokus legen, und damit verzerren wir unsere Realität. Nun haben wir die Wahl, ob wir die Realität in die negative Richtung verzerren oder aber bewusst in die positive Richtung. Stellen Sie also in Zukunft nicht mehr in den Mittelpunkt, was schief läuft, wovor Sie Angst haben oder was Ihnen nicht gefällt. Stattdessen legen Sie Ihren Fokus auf das, was gut läuft, was Ihnen Spaß macht und was Ihnen gefällt. Sie werden erleben, das ist eine ganze Menge. Weitere Informationen zum Thema Schlagfertigkeit sowie meinen kostenlosen Newsletter mit vielen Tipps und Tricks finden Sie auf www.nichtaufdenmundgefallen.com.